Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei Raspberry & Co. Mein Name ist Dave und ich darf euch heute das Xiaomi Mi Max 3 vorstellen. Das haben wir zur Verfügung bekommen von Trading Shenzhen. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Ja, und fangen wir doch gleich mal an, was wir alles geliefert bekommen. Wir bekommen natürlich einmal das Handy geliefert. Dann bekommen wir, klar, die Verpackung. Diese machen wir einmal kurz auf und schauen mal kurz rein, was dort sich alles befindet. Wir bekommen eine Bedienungsanleitung. Diese ist leider nur auf Chinesisch. Ja, für mich. Ja, ich kann es nicht entziffern, also legen wir es auch gleich beiseite. Wir bekommen natürlich einmal den Pin, um zum Öffnen den SIM-Karten-Slot. Dieser befindet sich einmal an der Seite, auf der Seite war es, können wir auch gleich mal öffnen. Wir sehen, wir können zwei SIM-Karten einsetzen. Wir können einmal eine Micro-SD und einmal eine Mini-SD und einmal eine Micro-SD einsetzen. Ja. Wie rum war das jetzt? So rum. Nein, so rum. Ja, was bekommen wir noch geliefert? Wir haben leider nur die chinesische, englische Version. Daher haben wir auch nur einen chinesischen Stecker. Aber das ist überhaupt kein Problem bei Trading Shenzhen, weil wir bekommen gleich ohne irgendwelche Aufkosten einen Adapter geliefert. Dann kann man diesen einfach hier reinstecken und man sieht, man kann ihn in jeder x-beliebigen Steckdose stecken. Ja, was bekommen wir noch? Wir bekommen natürlich einmal das Ladegerät bzw. den USB-Port. Dieser wird ganz einfach hier raufgesteckt und schon kann man das Handy damit laden. Zum Laden einfach einstecken und fertig. Ja, schauen wir uns doch mal das Handy ein bisschen genauer an. Wir bekommen hier ein 6,9 Zoll großes Display mit einem Format von 18,9 Zoll. Es ist erstaunlich dünn dafür, dass wir einen 5500 mAh großen Akku verbaut haben, finde ich es mit 7,3 mm erstaunlich dünn. Ja, wie schaut es von hinten aus? Von hinten, wir haben natürlich die schwarze Version bekommen. Wir haben hier oben unsere 12-Megapixel-Kamera, hier haben wir das Blitzlicht, hier unten nochmal eine 5-Megapixel-Kamera. Also wenn wir Bilder von hinten machen, das werdet ihr auch später sehen, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Diese werde ich später auch in dem Video mit hinzufügen. Also die Kamera hinten ist echt super. Wir haben hier unseren Fingerabdruckscanner. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was wir von hinten haben. Vorne haben wir natürlich unsere Ein-Aus-Taste, Lautstärke, ja. Wir haben hier natürlich unsere Lautsprecher, wie man sehen kann. Wir haben hier unser Ladegerät, wo man es reinsteckt. Ja, hier wie gesagt der SIM-Karten-Slot. Hier oben kann man noch Kopfhörer einstecken. Ja, und vorne haben wir eine 8-Megapixel-Kamera verbaut, was ich auch sehr gut finde. Die Selfies, muss ich ehrlich sagen, sind nicht so toll, aber sind vollkommen ausreichend, um ja, Spaßbilder zu haben oder mit, keine Ahnung, irgendwo draußen in einer schönen Natur Bilder zu machen oder so. Also dafür vollkommen ausreichend. Ja, welche Schnittstellen haben wir? Wir haben natürlich, wie eben schon angesprochen, das USB 2.0C. Ja, und oben natürlich unsere 3,5 Klinghülle für ja, jede x-beliebigen Lautsprecher. Wir haben natürlich ein WLAN mit drin, ein Bluetooth 5.0. Und was ich sehr toll finde, was es ja leider nicht mehr so oft gibt, wir haben einen Infrarot-Port mit eingebaut. Ja, welche Komponenten kann das Xiaomi Mi Max 3 noch so alles bieten? Wir haben ein Snapdragon 636 eingebaut. Wir haben einen RAM-Speicher von sage und schreibe 6 GB.
Unsere Speicherkapazität beträgt 64 GB, kann mithilfe einer Speicherkarte bis zu 256 GB erweitert werden. Ja, und wir haben den Adrenon 509 verbaut. Ja, welche Sensoren haben wir verbaut bei den Xiaomi Mi Mix 3? Wir haben einmal den Beschleunigungssensor, einmal den Gyroskop, einmal den Annäherungssensor, den Lichtsensor, wir haben einen Kompass verbaut und natürlich den Fingerabdruck, den ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Ja, was ich noch erwähnen möchte, wir haben natürlich das LTE Band 20 mit verbaut, also dafür ist es, ja, das ist wichtig für in Deutschland für das LTE. Jeder wird es wissen, wenn man in Deutschland lebt, wenn man dieses Handy sich holt, braucht man das LTE Band 20. Dieses ist hier verbaut, was ich sehr toll finde. Ja, und wir haben das Display Glas von Gorilla Glass 3. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben natürlich leider nur die englisch-chinesische Version bekommen. Es gibt allerdings auch die globale Version. Diese ist auch in mehrsprachig dann, also da kann man auch dann Deutsch einstellen etc. Ja, und ich denke mal, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was über dieses Handy. Ja, in welchen Farben gibt es das? Das gibt es einmal in Schwarz, wie wir es hier einmal zur Verfügung bekommen haben von Trading Shenzhen. Dann gibt es die Farbe Blau noch und natürlich Gold. Ja, in der englischen chinesischen Version ist natürlich der Play Store nicht vorinstalliert. Diesen habe ich separat runtergeladen, das war allerdings kein Problem. Also einmal bei Google eingegeben, Xiaomi Mi Mix 3, Google Play Store und dann kommt gleich eine Anleitung mit einem Link, wie man diesen Play Store sich installieren kann. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben einmal den Fingersensor. Diesen habe ich auch noch nicht installiert und da schauen wir uns doch mal an, wie dieses funktioniert. Ja, dafür gehen wir natürlich einmal auf unsere Einstellungen, gehen hier bei Look Screens and Password mit rein und Add Fingerabdruck. Dann will er natürlich unser Passwort haben, was wir vorher vergeben haben. Das habe ich ja beim Ersthochfahren schon vergeben. Ja, und dann sagt er schon, ich soll meinen Finger hinten rauflegen. Soll's nochmal machen. Ja. Nochmal. Ja, und so hat er meinen Finger auch schon, ja, fertig gescannt, sage ich jetzt so einfach mal. Und wir können noch einen Fingerabdruck hinzufügen. Ich hatte jetzt einmal den Zeigefinger gehabt. Wir können natürlich auch, ja, den Mittelfinger nehmen, den Ringfinger, den Daumen, den kleinen Finger. Ja, bis zu 5 Finger kann man auf diesem Handy quasi installieren. Jetzt sieht man, wir haben Fingerprint 2, Fingerprint 1, bis zu 5 Fingerprints kann man dort hinterlegen. Ja, gehen wir einmal wieder raus. Ja, und was für mich wichtig ist, wie ist denn eigentlich so die Geschwindigkeit von diesem Handy? Wir haben ja schon einige Handys getestet, wie zum Beispiel das Mace Alpha. Das hatte ja eine Geschwindigkeit von 65.419, was ich schon erstaunlich gut fand. Ja, und das Mi Mix 3. Und jetzt haltet euch bitte fest, was ich, ja, wo ich es gesehen habe, ich konnte es nicht glauben, dass dieses Handy echt so schnell ist. Wir haben hier einen Wert bekommen von 118.645. Also, wo ich das gehört habe, dachte ich mir, dieses Handy musst du behalten. Aber ja, mein persönlicher Eindruck ist einfach, mir ist dieses Handy zu groß. Ich kann es mit einer Hand nicht bedienen. Ich komme hier drüben nicht hin beim Nachrichtenschreiben etc. Für mich ist das Handy leider zu groß. Ansonsten, Leute, ich würde es sofort behalten. Wenn ich jetzt ein Geschäftsmann wäre oder so, ja, der quasi mit einem Stift, sagen wir, schreiben tut oder keine Ahnung, würde ich dieses Handy sofort behalten, weil diese Geschwindigkeit ist wirklich einmalig. Ja, wie haben wir es gemessen? Wir haben es natürlich mit der App Antutu
gemessen mit dem, ja, und den Benchmark halt. Und dieser Benchmark hat ergeben 118.645. Ja, gleich dazu würde ich doch gleich mal sagen, habe ich doch gleich mal ein Spiel installiert, das Need for Speed, wo ich sage, da braucht das Handy echt Leistung, und schauen wir uns doch mal an, ja, wie die Geschwindigkeit so von diesem Handy ist. Ja gut, jetzt lädt es erstmal. Lassen wir ihn kurz laden, dass wir auch sehen, wirklich, wie wahnsinnig schnell dieses Handy ist und wie es mit dieser Grafikauflösung von diesem Spiel umgeht, finde ich wirklich, also Leute, nee, ich konnte es nicht glauben, wo dieser Wert rausgekommen ist. Wir haben auch schon das Vernier Mars Pro getestet. Dieses hatte einen Benchmark-Wert von 61.793, dann hatten wir das Elephone P8 Mini, dieses hatte einen Benchwertmark von 40.917, und also das hier hat wirklich alles geschlagen. Ja, wollen wir, ich will bloß mal kurz schauen, nein, wollen wir jetzt nicht. Ja, wie man sieht, ich habe hier schon Deutsch eingestellt gehabt, machen wir einmal Free. Anonym heißen wir jetzt, und ich will euch bloß mal kurz zeigen, wie es beim Spielen aussieht, wie schnell er hinterherkommt mit dieser Grafik. Ich habe bloß ein Auto, weil ja, ich lade dieses Spiel immer wieder runter. Ich nehme dieses Spiel eigentlich, weil ich weiß, okay, da brauchst du wirklich ein super Handy, um dieses Spiel problemfrei anzuzeigen. Ich weiß auch nicht, wie man bremst. Ach, jetzt weiß ich, wie man bremst. Und ich hoffe, Gas. Nee, Gas gibt er nicht alleine. Doch, gibt er. Also wie man sieht, er hat hier überhaupt keine Probleme. Die Regentropfen fallen einfach so runter. Absolut. Überhaupt keine Probleme mit dieser Auflösung, was ich wahnsinnig finde. Also ich finde es super erstaunlich. Ja, also diese Leistung ist wirklich, Leute, einmalig. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal kurz nach draußen, werde mal ein paar Fotos machen, diese Selfie-Bilder habe ich von innen gemacht, das habe ich gleich direkt von meinem Sofa aus gemacht, weil ich dachte, ja, komm, probier es doch gleich mal aus, dich interessiert die Selfie-Kamera. Hat mich nicht so ganz überzeugt, aber wie gesagt, also vollkommen ausreichend, finde ich auch super. Ich meine, ja gut, ich habe hohe Ansprüche, ich habe etliche Handys schon gehabt, ich habe etliche Handys schon getestet. Ja, aber ich sag, für diesen Preis, also für sage und schreibe nochmal 247 Euro ist dieses Handy echt top gewesen. Ja, hier haben wir jetzt ein Foto von der Selfie-Kamera ohne die Porträtfunktion und nun auch ein Foto mit der Porträtfunktion. Also ich finde, man sieht keinen großen Unterschied, aber okay. Jetzt haben wir ein Foto von der Rückkamera ohne den Stabilisator, wo ich finde, die Farben sind schon echt kräftig. Und nun auch mit dem Bildstabilisator, aber ich finde, da sieht man die Farben noch ein bisschen kräftiger. Ja, und jetzt habe ich hier extra von meiner Dachterrasse nochmal ein Foto gemacht, was ein bisschen schwierige Situation darstellen soll. Das sind vorbeifahrende Autos und ich finde, da hat das die Kamera hinten echt einen super Job gemacht. Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Einmal mit dem Bildstabilisator, einmal ohne Bildstabilisator. Und dann bin ich noch extra auf meine Dachterrasse gegangen. Ich habe natürlich das Glück, dass ich direkt in der Stadt wohne, an einer vierspurigen Straße, und habe einfach mal ein Bild gemacht mit vorbeifahrenden Autos mit dem Bildstabilisator. Ich finde es Wahnsinn, wie die Bilder geworden sind. Also man sieht wirklich nicht irgendwie, ja, irgendwelches Ruckeln oder sonst irgendwas. Ich finde die Kamera hinten super gelungen.
Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Dort werdet ihr dann auch immer eine Benachrichtigung bekommen über neue Videos von uns. Ja, und ich sag jetzt einfach mal Servus und bis bald.